Ist da noch was drin? Nee, ich glaube nicht. Halle Plötz, du musst nur die... Das Spiel ist in der ersten Halbzeit verloren worden. Und ich glaube nicht, dass in fünf Minuten noch... Es sind einfach zu viele Tore gefallen. 31 Tore bis jetzt, das ist einfach zu viel. Ja, Denise Brandes verkürzt wieder auf 31:25. Kalle Plötz hat den Glauben schon verloren. Er sagt, 4 Minuten, 6 Tore, fast unmöglich. Ja, jetzt muss es kommen, genau. Fast schon ein bisschen zu lange gewartet vom Schiedsrichterpaar. Und das sind diese Nachlässigkeiten, die Kalle Plötz schon angesprochen hat. Unaufmerksamkeiten. Ja, sowas müsste alles sofort geahndet werden und geschossen werden und erfolgreich abgeschossen werden. Dann wäre auch die Chance noch da, aber... Unterzahl. Ja. Attacke! Joda Wenk mit dem Treffer ans Holz. Jule Grünwald mit dem Nachwurf, den verzieht sie. Somit Berlin wieder im Angriff. Um mit der Chance wiederum zu verkürzen. Tor. Ja, das sehe ich genauso, Kalle Plötz. Den hat sie wunderbar. Deike Herend verwandelt. Und wiederum im Gegenzug, als ob Tini Schröder darauf Lust hat, bestraft sie das Deckungsverhalten. Und erhöht wieder auf 32:26. Das, man sagt immer einfach nur weggeworfen, ja, oder? Ja, natürlich. War kein richtiger Pass. So, jetzt sind noch 2 Minuten zu spielen. Das Fazit können wir schon mal beginnen. Spielen wird hier sicherlich mit den 2 Punkten nach Hause fahren. Die Frage ist, in welcher Höhe? Schade, toll kombiniert. Nur nicht ganz von Erfolg gekrönt. Und Deike Herin macht weiter. Kriegen auch zu viele Tore. Also nicht souverän genug. Nach der Halbzeitführung hätte das souveräner sein müssen. Von Schweriner Seite aus. Ja. Ihr seid gut reingekommen nach der Halbzeit. Da hat Springen arge Probleme gehabt, gerade sich auf das Deckungssystem einzustellen. Und was du ja auch gesagt hast, die Defizite im technischen Bereich heute extrem auffällig auf Berliner Seite. Jetzt, wo wir nur 1 Minute zu spielen haben. Der pennt schon wieder außen. Ja, guck mal. Ja. Der außen pennt, muss hinterherlaufen, macht den Außenpunkt frei. Der nächste halbe kommt und der Pass kommt rüber. Super, hast du toll erklärt, Kerstin Felkel nutzt diese Situation. Die Schweriner Fans skandieren schon, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Die 2 Punkte gehen sicher nach Schwerin.
hat sich die lange Anfahrt 9 Meter nochmal. Wäre sonst eine schöne Abschlussaktion gewesen. Auf jeden Fall, Pokalplatz, wünsche ich euch für den Rest der Saison unheimlich viel Erfolg und Spaß noch an den weiteren Spielen. Dass ihr euch an dieser Leistung wieder hocharbeitet, bisschen ranarbeitet, die Fehler aufarbeitet und in den nächsten Spielen auch wieder erfolgreich seid. Ja, schönen Dank. Schwerin hoffe ich natürlich oder wünsche ich natürlich, dass sie möglicherweise das noch schaffen, ganz nach oben zu kommen, aber Frankfurt scheint zu stark zu sein. Frankfurt 2. Ich weiß nicht, wie die finanzielle Seite bei Schwerin aussieht, ob das machbar ist. Also der Wille ist auf jeden Fall da. Der Weg muss nur noch geebnet werden. Aber ich denke auch, Frankfurt wird dort das Rennen machen. Ja, die Mannschaft scheint mir also auch noch nicht so stabil genug zu sein, Schwerin. Dass man sagen könnte, höheren Ansprüchen gerecht werden. Da fehlen noch einige Spieler, die dazukommen müssten. Und das ist natürlich wieder eine finanzielle Sache, ja, die man vielleicht nicht backen kann. Ja, Kalle Plötz, ich bedanke mich bei dir, dass du mir die letzten 30 Minuten sehr schmackhaft gemacht hast hier. Und ja, mehr kann ich auch nicht sagen als Dankeschön. Gute Heimreise. Vielen Dank. Ciao, ciao. Schwerin ist eine schöne Stadt. Ja, das hoffe ich doch. Ich war schon da. Ja, du kommst da eh nochmal, oder? Fährst du nicht mit? Nein. Schade. Ich bin nur, meine Frau macht hier so ein bisschen, ich mache so zwischendurch mal einen Kassierer mal ein bisschen. Ja. Mach auch mal Kampfgericht, aber nun müssen wir ja Kampfgericht, können wir ja auch wieder nicht machen, müssen wir wieder bezahlen. Ja. Also die Kosten sind also immer wieder neu da. Ja. Und da ja keiner von den Alten sich richtig zur Verfügung stellt, bleibt es natürlich an den Verrückten hängen. Genau. Naja, vielleicht kommst du ja so mal wieder nach Schwerin. Einfach nur auf Besuch. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Tschüss Schwerin aus Berlin mit einem 33-27 Erfolg der Schweriner Mädels hier bei der HSG OSG Friedenau. Das ist das Endergebnis zwischen dem Spiel HSG OSC Friedenau und dem SV Grün-Weiß Schwerin. Bei mir habe ich jetzt die Nadine und die Ilka von Friedenau und die Vivi von SV Grün-Weiß Schwerin. Kurze Sicht aus Friedenau, also die Friedenauer Sicht, wie ist das Spiel für euch vor dem geistigen Auge abgelaufen? Ja, wir haben verloren, ne? Also die erste Halbzeit natürlich völlig verschlafen, zweite Halbzeit dann eigentlich klar dominiert. Wir haben dann die beste Spielerin von euch, ja, die Rückraummitte kurz genommen und ab da lief es auch eigentlich besser. Aber unsere Chancenverwertung und auch ja, die Abwehr war nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Stimmst du dem soweit überein? Absolut. Okay, Vivi, wie ist das Spiel aus deiner Sicht? Du saßt ja nun auf der besten Position von der Bank aus und hast das Spiel beobachten können. Wie ist es aus deiner Sicht gewesen? Ja, erste Halbzeit war ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Abwehr stand ganz gut und im Angriff hat das funktioniert, was wir uns vorgestellt haben. Zweite Halbzeit haben wir die Kreisläufer nicht in den Griff bekommen und dadurch ein paar Schwierigkeiten bekommen. Denn auch die Manndeckung mit Wendy war problematisch, aber ich denke, wir haben es ja noch ganz gut hinten rausgelöst und somit auch gewonnen. Gut, erste Halbzeit, wie gesagt, schon ein bisschen verschlafen gewesen. Zweite Halbzeit, gerade zum Anfang der zweiten Halbzeit, sehr, sehr stark aufgespielt. Da habe ich mich schon gefragt, wenden Sie das Blatt noch? Was war der Anhalt? Was wurde in der Kabine gesagt? Gesagt oder geschrien? er hat uns halt motiviert und so kann es nicht gehen. Und ja, die Abwehr, wir haben nicht miteinander gesprochen, ständig permanent über einen Kreis oder selbst durchgebrochen, wie gesagt die Mitte, dann auch die Rechtsaußen. Und das haben wir probiert zu ändern, wie gesagt mit der kurzen Deckung und ja, aggressiver rangegangen an die Sache und deswegen glaube ich, konnten wir es dann auch so etwas spannender machen. Gut, zweite Halbzeit zum Anfang bis Auszeit war doch recht verhalten. Was hat euer Trainer euch da gesagt? Ich war leider nicht da in der Halbzeitbesprechung, aber ich denke, er hat gesagt, wir sollen so weitermachen wie in der ersten Halbzeit, haben glaube ich vielleicht schon ein bisschen zu sehr uns auf unseren Vorsprung ausgeruht, das alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und deswegen wurde es halt nochmal so eng. Gut, wo geht's für Friedenau in den nächsten Spielen hin? Du das mal. Ja, für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir auf jeden Fall die nächsten zwei Punkte holen
und dann werden wir weitersehen. Also wir haben uns bisher gar keine Saisonziele gesteckt, weil nach oben und nach unten ja für uns eigentlich gar nichts mehr geht. Und von daher ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir erstmal wieder punkten. Okay, und bei auf Schweriner Seite angestrebt, dritte Liga noch versuchen? Ja, Ziel ist es auf jeden Fall noch. Ist natürlich schwierig, jetzt noch Erster zu werden, dadurch, dass wir letzte Woche eine gegen Frankfurt verloren haben. Aber wenn wir jetzt bei den Füchsen das noch schaukeln und Rostock zu Hause auch schlagen und den zweiten Tabellenplatz und sichern, dann hoffe ich mal, dass das alles seinen Gang geht. Okay, dann danke ich euch. Ja, wir haben gut ins Spiel hineingefunden, hatten dann nach der Pause einen kleinen Hänger und dann haben wir uns wieder gefunden und haben das sicher nach Hause gefahren. Nachdem Friedenau den Torhüter gewechselt hat, hattest du ein paar Probleme, von deiner Position aus die Tore zu werfen. Wie hast du das gesehen? Ja, hatte ich schon, aber das hat nichts mit dem Torhüterwechsel zu tun. Also ich habe mich einfach nicht so klug angestellt. Das hätte auch bei keinem Torhüterwechsel zustande kommen können. Ihr habt ja nun auch eine ganze Menge Auswärtsfahrten. Ich sag mal so 9 bis 10 sind es eigentlich so an der Zahl, die mehr als 200 Kilometer entfernt sind. Wie verkraftet man das immer so, gerade so lange Fahrten? Ach, ich stecke das eigentlich ganz gut weg. Ich glaube, die Mannschaft auch, weil die meisten Fahrten sind nach Berlin und es geht immer noch. Und außerdem sieht man ja jetzt, in Zukunft sind nur noch Heimspiele und dann freut man sich umso mehr, wenn man weiß, okay, jetzt geht es nur noch zweimal nach Berlin oder sonst wohin und dann sind nur noch Heimspiele. Darauf freut man sich eigentlich am meisten. Werden eigentlich hauptsächlich die Fahrten so mit dem Bus gemacht? Die weiteren Fahrten schon und wenn jetzt immer viele auch noch Zuschauer mitkommen wollen, dann schon, was natürlich immer gut auch für die Spieler ist. Einige Fahrten haben wir aber auch schon mit kleinen Transportern gemacht. Gut, wo siehst du Grün-Weiß am Ende der Saison? Ja, also ich hoffe, dass wenn wir so spielen wie heute mit dem Teamgeist und so, der heute vorhanden war, hoffe ich, dass wir alle Spiele Punkte einfahren und dann wird man sehen, ob die anderen gepatzt haben oder nicht. Also der Erste muss definitiv nochmal patzen, damit wir eine Chance haben, nochmal höher zu kommen, aber sonst würde ich den zweiten Platz gerne halten. Das war sie, unsere kleine Auswärtsfahrt nach Friedenau. Erfolgreich sind wir wieder in Schwerin gelandet, da wo wir abgereist sind, kurz vor der Kongresshalle. Die Mädels steigen jetzt aus. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.